Leute und herzlich willkommen zurück zu Orient the Blind Forest und in Aufnahme 7 ist keine Tonspur vorhanden. Also ich gehe davon aus, dass ich das gelöst habe, indem ich es einfach nachsynchronisiere. Aber es ist halt echt ein bisschen... Ach, verdammt, das ärgert mich jetzt so. Ich habe das aber momentan auch echt öfters, dass ich irgendwie an den Knopf von meinem Headset komme, wo ich das Mikrofon stumm schalten kann. Das ist mir letztens im Chat passiert, dann ist es mir im... Jetzt... Jetzt in der Aufnahme passiert und der Typ will mich noch verarschen. Wo habe ich gespeichert? Da unten. Na toll. Jetzt läuft's hoffentlich. Wie zum Teufel soll man das schaffen? Kann sie im Fallen? Kann sie dann nochmal springen? Weil guckt mal, ich muss jetzt links rüber. Und dann falle ich links runter in die Stacheln. Ich habe da gespeichert. Gut, der Sprung war jetzt nicht allzu schwer. Aber ich habe jetzt keine Kristalle mehr zum Speichern, ne? Na gut, dann... Ori? Ja, das meinte ich nämlich. Sie fällt ja dann da runter. Wie soll ich das denn schaffen? Ich meine, das war jetzt irgendwie vorgemacht, aber nur... Die andere Seite. Ach, guck mal da oben. Gut, dass ich den gesehen habe. Weil dann wäre ich nämlich jetzt genau hier. Hä? Verstehe ich nicht. Ich speichere jetzt mal hier. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, sie ist ja direkt tot. Oder vielleicht von hier. Wartet mal. Die Idee ist aber richtig. Ich darf mich bloß echt nicht stechen. Das sind voll geheilt. Ich warte. Okay. Jetzt. Ach, Ori, Mensch. Nur weil ich zu weit nach oben krabbel die ganze Zeit, heißt es nicht, dass du hier ausrasten musst. Ich hole mir das da jetzt nicht. Das ist ja nur für das, für die Fähigkeitspunkte. Ganz ehrlich, das ist mir jetzt relativ egal. Ich bin so. Oh. Sofort speichern. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss. Was bringt mir das hier eigentlich? Bringt mir das hier eigentlich irgendwas? Gleich habe ich da diesen... Das ist ja nur so ein orangener Dingenspunkt. So ein... Für Fähigkeiten. Aber ich habe das hier gespeichert. Ich könnte ja mal eben gucken, ob ich da jetzt rankomme. Ich müsste ja eigentlich nur... Na, fast! Aber so und so oder so ähnlich hätte es... ausgesehen. Okay. Aber ich werde hier definitiv nicht überleben. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich das überleben soll. Okay. 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 Und das kann ich vergessen, weil mein Ding keine Energie hat. Ach, verdammt. Schade. Wo geht's da? Da geht's zurück. Okay. Aber hier ist ein Schalter. Jetzt habe ich hier die Abkürzung quasi, ne? Ich spring da mal runter. Vielleicht ist da ein Kristall oder sowas. Irgendwas, was mich jetzt eventuell retten könnte. Da unten ist auch nochmal so ein Fähigkeiten-Ding, aber wie soll ich rankommen? Ich wusste es und jetzt sterbe ich genau da.
Ich wusste es. Da oben hängt Fledermaus, guck mal. Wieder das Gleiche. Dass man hier aber nicht nochmal speichern kann dann, ne? Das ist echt ein bisschen schade. Oh Gott. Okay. Wow, 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 wow. Das ist so brutal. Boah, okay. Ja, das ist natürlich das Blöd, dass ich da oben nicht rankomme. Aber na gut, okay. Uns bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig. Wir müssen erstmal einen Kristall finden zum Speichern. Also, ups. Wir haben ja jetzt hier eine Abkürzung. Also, wir können ja da jetzt quasi immer hin. Aber schon cool gemacht. Da oben ist einer. Das sind sogar zwei. Okay, pass auf. Ich hole mir jetzt eben das Ding. Das kriege ich ja mit einem von diesen Kristallen kaputt. Dann habe ich das nämlich. Springe gleich da nochmal rüber. Und speichere auf der anderen Seite. Das war genau hier. So, dann haben wir das nämlich. Was macht der? Ja, jetzt braucht er Hilfe wahrscheinlich, ne? Ach so. Ich kann mich nicht heilen. So. Gut, dass ich genau da gespeichert habe. Ach, verdammt. Okay. Da kommen ganz schön viele Steine auf uns zu. Toll gemacht, großes, komisches Dings. Oh. Oh, verdammt! Genau. Klatsch. Der eine. Ich muss auf jeden Fall den grünen Pilz dann noch kriegen. Der Trottel, ey. Ja. Jetzt auch schön die Höhle zum Einstürzen. Hast du gut gemacht. Oh. Klatsch. Beim nächsten Treffer bin ich eh weg. Jo. Das ist fies. Das hier ist nur drei. Ich darf mich hier nicht treffen lassen. Dann habe ich nämlich vier. Aber ich schwör's euch, mir tut so die rechte Hand wie vom A-Knopf reindrücken. Das ist echt heftig. Aber ich glaube, ich hätte es mit der Maus überhaupt nicht hinbekommen. Ich bin echt froh, dass ich mit Controller spielen kann, aber es ist echt. Ich drück so aggressiv da drauf. Okay. Jetzt soll die vier Großen da noch abwarten. So. Ah, verdammt. Ach Mann! Ori, du hast es vorhin so schön geschafft. Ach, Mann! Wow! Ach, fuck, ey. Jetzt. Warten, warten, warten. Rüber. Okay, das war gut. Kurz warten, kurz verschnaufen, kurz Hand ausschütteln. Die großen Steine abwarten, auf jeden Fall. So. Jetzt rüber. Okay, 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 okay. Kommen alle von da. Ich muss nur diesen Einsprung schaffen. Auri, bitte. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich sehr viel mit meinen Charakteren meckere? Da oben ist so ein ganz großer Kristall. Guck, wieso hält sie sich da fest? Seit wann kann die sich da festhalten? Da nicht, aber da kann sie sich festhalten. Das erfahre ich jetzt erst, dass sie sowas kann. So, ich muss aufpassen. Von hier oben kommen auch Steine. Okay. Okay. Nee, bleib doch da drauf.
Ori, was machst du? Okay, das wollte ich haben. Okay, so. Und jetzt? Idiot, jetzt haut er auch noch ab. Ah, das kriegen wir... Ah, sehr schön. Weil wir ihm geholfen haben, kriegen wir jetzt das Licht. Sehr schön. Du hast die... Lass uns Freunde sein. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Dieser uralte Edelstein gewährt dir nun den Zugang zum Ginsu-Baum. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginsu-Baum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Muss ich jetzt den ganzen Weg hinlatschen? Nee, so weit ist es, glaube ich, gar nicht. Wir sind nicht... Da sind wir. Also wir müssen nur noch hoch. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir mit diesen Türen? Die muss ich auch noch irgendwann mal öffnen, ne? Da oben muss ich hin... Ja, das geht ja. Und da oben kann ich auch noch speichern. Ah, es hat gerade gespeichert. Das finde ich natürlich sehr praktisch. Hier war da gerade so ein fetter Kristall, ne? Da. Den hätte ich natürlich gerne, ne? Ist ja klar. Aber es hat ja gerade hier gespeichert, also... das kann ich nicht, okay. Weil da gegenüber ist eine Tür. Da. Hä? Brauche ich dafür? Hätte ich die alle schon öffnen können? Ich brauche dafür überhaupt nichts. Das ist aber jetzt nur für dieses orangene Ding da oben, ne? Okay, kriegt man hier noch mehr. Ach, kann sie jetzt gar nicht mehr endlos die Wand raufkrabbeln? Doch. Das ist wahrscheinlich der Rückweg. Ja, ich kann ja noch gar nicht schwimmen. Leute. Ne, das können wir hier... Das können wir ja erstmal hier vergessen. Aber ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Wie? Ich muss jetzt hier hoch, ja? Okay. Au, was hat mich denn da jetzt noch getroffen? Ich hasse es, wenn mich irgendwas trifft. Wie weit ist es noch? Da oben kann ich... Ich kann da rechts auch noch rein. Na. Na, Ori, was machst du denn? Ich konnte ja gerade speichern. Schafft sie das? Ja, sehr schön. Weil hier ist ein ganz langer Gang nochmal. Ah, ja, na klar. Bezweifle ich ja, dass sie das schafft. Ich kann eh nicht hin, weil da unten ist nur so ein, Fragt jetzt bitte nicht. Wo muss ich... Ich gehe jetzt mal hier speichern. Hier an dieser Quelle. Bin ich mich auch wieder voll geheilt. Jetzt könnte ich runtergehen. Aber möchte ich das? Kannst du mich nochmal bitte heilen? Gibt's nur nach dem Speichern? Ach, dann leck mich. Wie weit ist es noch? Da hoch. Wir waren ja schon mal da, ne? Kann man sich nicht irgendwie warten? Da ist doch ein Speicherpunkt. Den ganzen Weg nochmal zurücklatschen. Vielleicht kann ich jetzt auch rechts lang. Vielleicht ist das sogar kürzer. Ich probiere es mal. Blöde Kackdreckschwinne. Ja, treff mich. Ist okay. Wow. Na, ob ich das jetzt dann noch schaffe, weiß ich ja auch nicht.
Ich habe da unten gespeichert. Es ist also nicht so schlimm, wenn ich den... Wenn ich direkt die erste Stachel treffe, dann wird das natürlich nichts, ne? Nee. Ich glaube, da kann ich noch nicht weit genug für springen. Das ist auch sowas. Da musst du noch auch irgendwie hinkommen. Irgendwas trifft mich ja immer, ne? Was war hier? Ach, irgendwann bin ich bestimmt gegen Stacheln immun oder sowas. Nee, du kannst mich mal. Gib mich alle mal. Gib mir dein Zeug. Wo muss ich jetzt lang? Jetzt komme ich auch hier hoch, guck mal. Ach nein, stimmt ja, da war ja noch was. Pass auf, dann speichere ich hier mal eben. Da habe ich ja jetzt auch so riesen Bock drauf. Es war so klar, dass wir hier nochmal zurück müssen. Oh! Das war fies! Warten. Warte, Uri. Okay. Sehr schön. Okay. Ich muss jetzt mal genau gucken, wo ich jetzt hier hin muss. Links könnte ich ja auch gehen, ne? Warum soll ich rechts gehen, wenn ich doch auch links gehen kann? Hä? Andere Seite. Okay. Ah, verdammt. Nee, komm, ich gehe hier rum. Die hauen ja eh ab, stimmt ja. Die hauen ja eh ab, wenn ich komme. Bin ich auf dem richtigen Weg? Finde ich gut. Mache ich auch direkt. So, eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Oder Stichflamme erhalten. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Erfordert Stichflamme neu gruppieren? Finde ich besser. Okay. Oben geht's ja auch noch lang. Ah, Mann. Ah, verdammt. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge schon geht. Und ich möchte da gerne oben hoch. Ich kann bestimmt irgendwann mal dreifach Sprung oder so. Ach, hau doch ab. Okay. Ich komme eigentlich gut voran. Aber jetzt hört schon wieder auf. Ah. Das sehe ich gerne, aber ich brauche es nicht. So, wir sind da. Machen wir das noch. Wir sind da. Aber dass da noch ein Monster kommt, habe ich nicht gesehen. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass so kurz vorm Ziel noch ein Monster kommt. Sind da jetzt. Na, wir sind so gut wie da. So, da ist es. Benutze innen verfault. Sind wir jetzt im Dekobaum oder wo sind wir jetzt hier?
Das Wasser von Nibel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen und das Herz des Ginso-Baums finden. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ciao, Leute, und danke fürs Zuschauen.